Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gestern Abend, am 3. Dezember, sollte eigentlich für alle Plattformen der fette Dezember-Patch kommen. Leider hat das wohl nur auf PC funktioniert. Die Patch-Notes sind alle draußen. Für alle Konsolenspieler wurde der Patch leider zurückgehalten, weil es massive Probleme gibt. Wir haben es jetzt den 4. Dezember um 9 Uhr, wo ich dieses Video mache, und der Patch ist noch immer nicht draußen. Auf Twitter möchte Apex darüber informieren, sobald der Patch downgeloadet werden kann für alle Konsolenspieler. Ich möchte euch jetzt in diesem Video über alle Änderungen informieren, weil die Informationen sind ja seit gestern Abend bekannt, sind richtig coole Informationen auch dabei und Änderungen, die vorher nicht bekannt sind, also bleibt unbedingt dran. Ich habe ein paar Informationen zum kommenden Winter-Event, wo Mirage wohl im Mittelpunkt steht. Bleibt jetzt einfach mal dran, es sind ein paar Sachen dabei, die wirklich richtig geil sind oder vielleicht auch nicht. Lasst euch einfach mal überraschen, lasst vorab schon mal einen Daumen da und ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Informationsvideos über Apex Legends verpassen wollt. Springen wir jetzt direkt mal in ein paar Informationen oder in alle Informationen, die ich habe. Und zwar, der Vollständigkeit halber, schneide ich grob an, was schon bekannt ist. Dass wir eine Level-Obergrenze jetzt bis Level 500 haben, ist klar. Und ich nehme gleich mal vorweg, alle, die vielleicht ein theoretisches Level im Hintergrund schon von 3, 4, 5, 6, 700 haben. Nein, ihr startet alle auf Level 100 und nirgendwo anders. Ihr bekommt 14 Packs nachgereicht. Es wird jetzt so sein, dass ihr von Level 20 bis 300 alle zwei Levelstufen ein kostenloses Apex Pack bekommt. Dann ab Stufe 305 bis 500 alle 5 Stufen. Es kommen 36 neue Waffencharms dazu. Die wollte ich euch in diesem Video eigentlich alle zeigen, wenn man dann den Patch downgeloadet hat, alle im Store ansehen kann, beziehungsweise in dem Loadout-Bildschirm. Kann ich euch leider nicht zeigen, ist jetzt aber nicht so dramatisch. Dann gibt es alle Level 100 Stufen, 100, 200, 300, 400, 500, nochmal einen Waffenanhänger, der die Stufe zeigt, die sehen richtig stark aus. Kommen wir zu den Änderungen, die vorher nicht bekannt waren, und zwar in der Firing Range gibt es jetzt Friendly Fire, was ihr einschalten könnt, wenn ihr mindestens zu zweit in der Firing Range seid. Das heißt, ihr könnt theoretisch 1 gegen 1 spielen in eurem Squad. Ihr könnt vielleicht auf verschiedene Distanzen die Waffen mal üben, ein bisschen snipen üben und so weiter. Ihr könnt vielleicht 1 gegen 1 oder 1 gegen 2 Turniere veranstalten und so weiter. Eine richtig coole Option. An den Knockdown-Schildern wurde ein wenig rumgebastelt. Sprich, das Weiße und das Blaue, die können jetzt mehr Schaden kassieren, bevor sie kaputt sind. Das Weiße hatte vorher eine Schadensgrenze von 100, kassiert jetzt 200, bevor das kaputt ist. Und das Blaue hatte 250, kann jetzt 450 Schaden einstecken. Im Gegenzug ist es jetzt leider so, was ich unnötig finde, muss ich sagen, und zwar, wenn ihr das Schild aktiviert, kraucht ihr langsamer. Ihr könnt euch quasi langsamer fortbewegen. Also da wurde eine Zahl von 65 auf 55, was auch immer das bedeutet, keine Ahnung, 55 Meter in der Minute, keine Ahnung, kann ich euch leider nicht sagen. Warum das genervt wurde, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil man sich eh im aktivierten Modus sehr, sehr langsam fortbewegt. Egal. Eine Einstellung an den Deathboxen, die richtig, richtig stark ist. Ihr kennt das, ihr lootet vielleicht gerade eine Deathbox, ihr werdet angeschossen und dann springt ihr aus dem Menü raus, wolltet vielleicht gerade ein lila Buddy oder irgendeine Waffe rausziehen oder irgendwas anderes und dann fliegt ihr aus diesem Menü raus und könnt nicht weiter looten. Das könnt ihr jetzt ausschalten. Das ist eine richtig coole Funktion. Also wenn ihr gehittet werdet, könnt ihr weiter die Box durchforsten und looten, könnt aber natürlich auch getroffen werden. Das müsst ihr dann entweder deaktivieren, diese Einstellung, wenn euch das stört. Ansonsten finde ich das eine Änderung, die richtig, richtig cool ist, weil mich nervt es, wenn ich eine Waffe, eine Box loote, angeschossen werde und kann dann vielleicht nicht schnell sogar ein goldenes Buddy aus dieser Kiste ziehen. Eine feine Änderung. Dann gibt es eine Änderung an den goldenen Körperschilden. Die Auffindbarkeit wird reduziert. Wie stark, kann ich nicht sagen, wird nicht geschrieben. Auf jeden Fall soll es weniger goldene Schilde geben. Finde ich aber eine Änderung, die ich sehr begrüße. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr häufig im Endfight gehabt, dass bestimmt
4, 5 Gegner teilweise mit einem goldenen Körperschild rumrennen. Und es ist absolut penetrant, einen Squad zu downen, die ein goldenes Körperschild haben. Also es ist auf jeden Fall eine Änderung, die sich erstmal beweisen muss, ob es wirklich sehr, sehr selten mittlerweile dann ist. Wir werden es sehen. Lasst mich natürlich auch in den Kommentaren mal wissen, was ihr von den Änderungen haltet. So, dann wurden die Endzonen ein wenig variiert. Das heißt, wenn ihr in der letzten Zone seid oder in der vorletzten, soll es jetzt mehr Variationen geben an den Positionen, dass es nicht immer gefühlt dieselben Endzonen sind, damit man auch mal einen anderen Endfight hat. Finde ich auch eine coole Änderung. Dann eine Änderung, die ich mir schon lange, lange wünsche. Ihr finisht vielleicht versehentlichen Gegner. Wolltet eine Deathbox looten, drückt Viereck oder irgendeine andere Taste, um zu looten. Und dann ist vielleicht ein Gegner gedownt in der Nähe und ihr finisht versehentlich. Ihr könnt diese Sequenz ab sofort dann abbrechen. Finde ich auch eine mega, mega coole Änderung. Passiert nämlich auch oft, ihr finisht, werdet weggeballert und könnt euch nicht wehren. An der Peacekeeper soll demnächst auch wieder geschraubt werden. Ist jetzt aktuell nicht der Fall. Die wurde ja jetzt erst ein wenig genervt. Wer das Video noch nicht gesehen hat, habe ich auch eins drüber gemacht. Ist aber eigentlich kaum der Rede wert. Respawn ist nochmal auf die Community eingegangen und hat gesagt, ja, wir haben gehört, dass die Peacekeeper wohl gefühlt immer noch zu stark ist. Wir gucken uns die Waffenmeta an und werden demnächst an der Waffe nochmal ein bisschen rumbasteln, weil sie gefühlt immer noch zu stark ist. Ich kann es nur bestätigen, finde ich auch eine feine Sache. Sobald das geschieht, halte ich euch da auch auf dem Laufenden. Jetzt habe ich noch Informationen zum bevorstehenden Winter-Event. Und zwar habe ich hier ein paar Data-Miner-Leaks, aber der Patch verrät auch, dass das Winter Event tatsächlich kommt, denn wenn ihr den Patch downgeloadet habt und in eure Badges geht, also diese kleinen Abzeichen, die ihr in eurem Banner drin habt, da gibt es ein Badget, das ist halt so ein kleines Viereck mit so einem ganz kleinen Weihnachtsbaum-Symbol ausgegraut mit einem Zug drauf. Und zwar soll das Event wohl heißen Winter Express Event. Im Mittelpunkt steht Mirage als Legende und es gibt auch hier wieder einen gesonderten Modus laut Leaks. Den Modus jetzt aber. Und der Modus sollte King of the Hills heißen. Der Modus wird sehr, sehr interessant, wenn das stimmt, was der Dataminer so alles geschrieben hat. Und zwar soll es so sein, dass wenn du gewinnen willst, musst du wohl 3 Runden gewinnen. Wie genau das aussehen soll, kann ich nicht sagen. Aber das Besondere ist, es gibt auf der Map wohl keinen Loot zu finden. Ihr sucht euch vor Start der Runde wohl eure Ausrüstung aus, welche Waffen ihr spielen mögt. Ich gehe davon aus, dass das dann die Variationen unbegrenzt sind. Ob ihr jetzt mit der Peacekeeper starten wollt und der Spitfire zum Beispiel oder ob es da Eingrenzungen gibt, kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Auf jeden Fall soll es so sein, dass ihr euch vorher ausrüstet, dann auf der Karte landet und es soll keinen Loot zu finden geben. Ob man Heilung jetzt findet oder was weiß ich, Munition, kann ich aktuell auch nicht sagen. Aber das ist was sehr, sehr interessant klingt. Und es soll auch so sein, dass wenn man stirbt, soll man wohl nicht endgültig tot sein. Man muss in einem Match 3 Runden überstehen und jedes Mal kurz vor Ende einer Runde soll man wohl wieder gerespawnt werden. Wie genau das aussieht, kann ich wie gesagt nicht sagen. Sobald es da weitere Informationen gibt, halte ich euch natürlich diesbezüglich auf dem Laufenden. Das war's von allen Änderungen, die ich für euch habe. Ich gehe jetzt nicht und es gibt wieder, wie immer, wenn es einen großen Patch gibt, eine riesen Liste an Bugfixes, auf die werde ich nicht eingehen, weil das einfach viel zu viel ist und das meiste davon kennt man nicht mal. Deswegen, also lasst einen Daumen für dieses Update, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Informationstipps und Tricks, Videos, Livestreams und so weiter verpassen wollt, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Gebt mir ein Feedback für dieses Video, das weiß ich sehr zu schätzen. Verbesserungen sind immer nicht so ganz verkehrt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und hoffe natürlich mit euch, dass der Patch so schnell wie möglich rauskommt, dass wir dann endlich weiter die Level-Obergrenze sprengen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.